So, dann moin einmal. Ich wollte euch jetzt gerade mal so ein bisschen was über Git erzählen, was ihr vielleicht hier schon mal gehört habt. Oder es wurden bestimmt jetzt hier sind schon mal die Worte GitHub, GitLab oder Git-Versionskontrolle oder sonst was. Aber da ist ja die Frage, oder die ich mir, als ich das erste Mal gestellt habe, Hilfe, was ist denn das? Und einmal kurz dazu, was ist Git, wo kommt es her? Git wurde vor vielen, vielen Jahren von Linus Torvalds entwickelt, der Erfinder von Linux, mit dem Hintergedanken, wir wollen das Zusammenarbeiten von mehreren Entwicklern, die auf der ganzen Welt verteilt sind, vereinfachen und möglich machen. Und die Idee hinter Git ist, dass ich mit sehr vielen Leuten an einem Projekt zusammenarbeiten kann. Aber vielleicht auch mal dazu, warum ich Git verwende, das wäre die andere Möglichkeit, die wir hätten. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich habe irgendeine Projektdatei und wenn ich einen Versionszwischenstand machen will, was mache ich? Ich kopiere sie, benenne sie um. Vielleicht einige kennen dieses wunderbare Bild mit den ganzen Photoshop-Dateien, dass ich dann irgendwann hunderte Dateien habe, die Final Project, Final Final, This is really the Final und so heißen. Und das ist nicht ganz so schön, weil irgendwann verliere ich den Überblick, was in welcher Datei drin ist. Und auch zum Zusammenarbeiten. Ich könnte die. Oh Gott, ist das dunkel. Okay, dann bin ich jetzt ein Gespenst. Ich bin die Stimme aus dem Off. Oder so. Ich könnte es natürlich auch sagen: Wir nehmen irgendeinen Cloud-Dienst, so einen File-Storage-Dienst wie Nextcloud, Dropbox, OneDrive oder wie sie alle heißen. Das hat aber auch Probleme, weil ich A, den Ordner teilen muss und wir dann in lustige, nennen wir es mal, Sync- und Merge-Konflikte kommen, zu denen ich gleich noch komme, was eigentlich nur heißt, wir kriegen richtig schöne Probleme, wenn zwei Leute an der gleichen Datei zur gleichen Zeit gearbeitet haben, dann geht uns viel kaputt. Und daher können wir Git verwenden, weil das uns all diese Probleme löst. Es verwaltet sehr einfach unsere Version mit sehr simplen Kommandos, die ich euch auch gleich zeige. Es vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen ganz vielen Entwicklern. Und es ermöglicht uns ein ganz einfaches Teilen unseres Codes. Also ihr werdet hier alle an Open-Source-Lösungen eigentlich arbeiten. Das heißt, am Ende ist euer Quellcode, den ihr produziert habt, für jedermann auf der ganzen Welt einsehbar. Und das ermöglicht uns GitHub, beziehungsweise halt ein Code-Hosting-Service. Genau. Wie verwende ich denn Git jetzt eigentlich? Also einmal müsst ihr euch Git natürlich installieren. Wenn ihr unsere Linux-USB-Sticks verwendet, ist Git sogar vorinstalliert. Sonst am besten einmal für den Rechner eurer Wahl googeln. Das Paket heißt meistens irgendwas wie Git. Einfach mal in Google Git eingeben oder Git installieren, da findet ihr es. Und ihr müsst ein paar oder zwei wichtige erste Einstellungen machen, die mit diesen wunderbaren beiden Kommandos gehen, die müsst ihr exakt einmal pro Laptop eintippen. Du bekommst noch ein Cheat Sheet von mir, du musst das nicht alles abfotografieren. Wir haben da ein sehr cooles Dokument, wo du das alles sehen kannst. Da habt ihr einmal diese zwei wunderbaren Kommandos, dass ihr Git einmal sagt, wer bin ich und wie lautet meine E-Mail-Adresse. Damit können wir die Commits dann zuordnen, wer das denn wirklich war. Und dann einfach mal zu, wie funktioniert Git oder was ist die Idee hinter Git? Mit dem Befehl Git init erstellen wir uns sowas wie, ja, stellt euch vor wie einen Ordner oder einen großen Aktenschrank eigentlich. Und sagen, okay, jetzt haben wir hier unseren leeren Aktenschrank. Beziehungsweise, wenn ich ein bestehendes Repository, so heißen diese Projekte bei Git, klonen möchte oder kopieren möchte auf meinen Rechner, nutze ich einfach das Git Clone Kommando plus die URL eures Repositories, die ihr dann von GitHub bzw. GitLab ziehen könnt. Da können wir euch dann aber auch bei spezifischen Repos einfach helfen, wo ihr das herbekommt. Und wenn wir dann so unseren Aktenschrank eigentlich da haben, der ist jetzt leer, beziehungsweise da sind schon ein paar Akten drin, also unsere Code-Dateien, können wir uns einmal mit einem Kommando, was ihr und das sehr oft eingeben werdet, Git Status, einmal anzeigen, was ist denn gerade der Stand? Git überwacht alle Änderungen, die wir in einer Datei machen. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Textdatei habe, wie ich es auch gleich zeige, die irgendwie heißt Hallo Welt oder so, und anstatt Hallo Welt sage irgendwie Hallo Alpakas, dann würde Git merken, oh, er hat Welt in Alpaka geändert und würde mir sagen,
hey, du hast diese eine Datei verändert. Das zeigt mir dieses an. Wenn ich dann normal, also ich mache es immer so, dass wenn ich eine Funktion oder irgendeinen Teil fertig habe oder einfach einen Zwischenstand speichern möchte, schreibe ich einmal das Kommando git add plus die Datei, die ich hinzufügen will, beziehungsweise, das ist für euch am Anfang am einfachsten, anstatt den echten Dateinamen, schreibt ihr einfach einen Punkt dahin, also git add Punkt. Damit könnt ihr alle Dateien, die git überwacht, die modifiziert wurden, mit einem Klick hinzufügen, also ein Kommando, alles ist da. Und dann geben wir dieses wundervolle Kommando ein, git commit, je nachdem, ob ihr das git add gemacht habt mit einem Strich A oder ohne das Strich A, das heißt einfach nur, er soll alle Commits einmal speichern, Strich M und unsere Nachricht, also was haben wir getan, schreibt man da einfach kurz rein, normalerweise in Englisch, ihr könnt es aber bei den Projekten auch gerne auf Deutsch machen. Es sollte nur so grob erklären, was ihr getan habt. Und mit diesem Kommando sage ich git eigentlich so, nehme jetzt bitte alle Änderungen, die ich gemacht habe seit meinem letzten Commit, speichere sie nebenweg, also merke dir alles, was ich verändert habe und lege es nebenhin. Also ich erstelle wie eine Akte, die ich in meinen Aktenschrank hänge. Das hilft uns dann nachher, wenn wir irgendwie einen Fehler gemacht haben und gemerkt haben, oh, da geht etwas nicht mehr, können wir git sagen, ich würde jetzt gerne zu Akte mit der und der Nummer zurück. Und dann werden alle unsere Dateien auf exakt den Stand wieder zurückgespielt, was sehr hilfreich sein kann, wenn wir ein paar Fehler drin haben. Genau, da wir ja... Hallo? Ups, die sind weg. Okay, also noch ein Kommando, was ich hin und wieder verwenden muss, was aber nicht unbedingt wichtig ist, ist einmal git log. Damit könnt ihr euch auch alle Änderungen anschauen, die an dem Repository gemacht wurden, beziehungsweise alle Commits. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ich mir ein Projekt herunterlade und erstmal schauen will, was wurde in der letzten Zeit denn so gemacht, seit ich das letzte Mal vorbeigeschaut habe. Das kann einem einen ganz guten Überblick geben. Genau, dann hüpfe ich hier einfach mal direkt in eine Kommandozeile. Darf ich da einen neuen Tab aufmachen? New Tab. Oh, ja, sofort. Ist das so gut zu sehen? Können wir ja einfach mal, ich habe jetzt einmal einen leeren Ordner erstellt und wie ihr seht, dieser Ordner ist wirklich leer, da ist nichts drin. Und ich würde in dem Ordner jetzt einfach einmal, wie ihr es dann auch machen werdet, ein neues Projekt erstellen, indem ich das Kommando git init eintippe. Und er sagt mir hier schon was sich in der letzten Zeit verändert hat. Früher haben wir unsere Branches nach den Hauptbranch Master genannt. Heute nennt man ihn Main, weil Master und das Master-Slave-Prinzip einfach ethisch nicht ganz so schön ist, es zu verwenden. Und deswegen nutzen wir einfach Main, weil das ein sehr neutraler Name ist, der nicht konnotiert ist. Das sagt einfach nur, das ist mein Hauptarbeitsplatz. Und dann können wir den einmal umbenennen. Dazu könnt ihr einfach dieses Kommando, was er euch anzeigt, abtippen. So, jetzt haben wir den einmal in Main umbenannt. Das gibt dann nachher auch keine Probleme mit GitHub oder GitLab. Ich würde jetzt einfach einmal eine Testdatei erstellen. Da gibt es immer meistens eine Datei, die heißt README, in der ihr euer Projekt beschreiben könnt. Die wird in Markdown geschrieben. Was Markdown ist oder wie ihr Markdown verwendet, könnt ihr dann gerne einfach eure Mentoren fragen. Ich würde mal wagen zu behaupten, dass 99% aller Mentoren, die bei uns sind, Markdown kennen, weil wir unsere komplette Orga auch in Markdown machen. Oder nennen wir das jetzt einfach mal Testprojekt. Projekt Jugendakt München. Und speichern es. Und wenn ich jetzt git status eingebe, zeigt er mir schon mal, guck mal, du hast da eine unüberwachte Datei, die heißt readme.markdown. Und da können wir jetzt auch sagen, okay, ich würde gerne, dass du diese Datei einmal bitte zu git hinzufügst. Und jetzt hat Malte das ja hier,
Nee, Matze ist hier schon eingestellt, dass sein Terminal ihm einmal anzeigt, oh, schau mal, da ist eine Änderung. Da ist eine neue Änderung, die aber nicht fertig ist, also noch nicht committed wurde. Und das zeigt er uns jetzt auch hier an, indem er einfach sagt, changes to be committed, was einfach heißt, ich halte diese Dateien jetzt fest, ich schaue auf die und wenn du soweit bist, deinen Commit zu machen, kannst du das machen. Können wir das ja einmal machen und nennen den jetzt einfach mal erster Commit. So, und jetzt sehen wir auch hier, dass wir im Git Log einen Commit haben, der mit, also einen Commit von Matze haben, weil das ja sein Rechner ist. Und damit ist das jetzt gespeichert. Wenn ich die README-Datei ändere und sage, hallo Alpakas, schreibe das nochmal rein. Und mir nochmal anschaue die ganzen Veränderungen, dann zeigt er mir jetzt auch an, schau mal, du hast diese Datei wieder verändert und dann können wir die auch wieder mit Git Commit committen, dann wird die auch wieder in das Git Log gelegt und wir sehen, dass es die Änderungen gab. Genau, das sind so die Grundbefehle, von denen ich mal sagen will, die ihr 99% eurer Zeit braucht, plus zwei weitere, die ich euch gleich noch zeige. Aber jetzt nur, falls euer Projekt gut wird, damit ihr die sehr groß wird und damit ihr die Befehle einmal gesehen habt. Git kann Aufteilung, also wir können sagen, wir haben unseren Hauptzweig, auf dem wir entwickeln. Das ist unser, also normal sagt man, das ist stable, das ist das, was funktioniert. Und wenn ich jetzt was Cooles Neues ausprobieren will, ich habe irgendwie eine Idee für eine Funktion, die ich umsetzen möchte, dann kann ich auch sagen, okay, wir gehen jetzt von dem Stable weg, ich mache einen neuen Abzweig, auf Englisch Branch, auf und fange jetzt an dem zu arbeiten und der hat keinen Einfluss auf unserem Hauptzweig. Also der Hauptzweig funktioniert immer noch, aber ich kann in meinem Abzweig was kaputt machen und im schlimmsten Fall lösche ich den einfach wieder. Ich kann also das Hauptprojekt nicht kaputt machen oder irgendwelche Änderungen machen, die am Ende nicht funktionieren, sondern ich kann in einer sicheren Umgebung arbeiten, ohne dass eigentlich ein Hauptprojekt Schaden nehmen kann. Das ist so die saubere Art, es zu machen, auch wenn ihr das für eure Projekte jetzt hier wirklich nicht machen müsst. Es sei denn, ihr wollt es und um einen neuen Branch zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Git uns bietet. Einmal mit Git Branch-N erstellt einen neuen Branch, das ist die neue Methode. Und es gibt noch die Methode mit Git Checkout-B und dem gleichen, die sind eigentlich ja, synonym einsetzbar, sie tun das Gleiche. Und ihr könnt auch zwischen den Branches wechseln, weil es manchmal sein kann, dass oder mir passiert es oft, dann habe ich sehr viele Funktionen gleichzeitig in meinem Projekt und will da mal eine Änderung machen, da mal eine Änderung, also muss ich immer zwischen denen wechseln. Und das kann ich dann einfach machen, indem ich eintippe Git Branch und den Namen des Branches, wo ich hinwechseln möchte. Genau, ich hatte ja jetzt auch schon mal drüber gesprochen, dass wir, oh, das sieht man ja ganz schlecht, dass wir unsere Projekte ja öffentlich machen wollen oder dass ihr zusammenarbeiten wollt oder solltet. Wir haben dazu zwei Hosting-Dienste, die wir euch zur Verfügung stellen. Wir haben einmal bei GitHub einen Account als Jugendhackt, wo ihr drunter entwickeln könntet oder unsere empfohlene Version, da sie einfacher zu nutzen ist, da GitHub ein paar Dinge vorschreibt, die sehr kompliziert umzusetzen sind, ist einfach das GitLab von Jugendhackt, also gitlab.com/jugendhackt, aber den Link bekommt ihr auch nochmal, den schicke ich nachher ins Zulip rein. Das öffne ich jetzt auch mal. Das funktioniert. WLAN. Da ist es. Ja, das ist unsere GitLab-Organisation, die wir für Jugendhackt mal erstellt haben. Da seht ihr auch schon, dass einige Projekte existieren und da könnt ihr euch dann auch eure neuen Projekte erstellen. Ich weiß nicht, hast du einen GitLab-Account? Magst du dich einmal anmelden, dass wir ein Projekt erstellen können?
Wie bitte? Ach so, ist das abgespeichert? Oder so. Das dauert jetzt wieder einen Moment wegen unseren Bädern. Was war das? Steuerung Shift L. Müssen wir jetzt kurz warten, das WLAN ist leider nicht schneller. Das sind so die üblichen Dinge, die man bei seinem Vortrag nicht einberechnet, dass das WLAN 3 Minuten braucht, um eine Seite zu laden. Okay, wie wir ein Repository auf GitLab erstellen etc. Wenn ihr das euch das interessiert beziehungsweise ihr das einmal sehen wollt, kommt gerne einfach auf mich zu. Dann zeige ich euch das gerne einmal bei Git. Einfach das WLAN gibt's hier gerade nicht her und es will nicht. Daher kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber wir laden euch gerne zu der Organisation ein. Dann könnt ihr eure Projekte da hinlegen und auch dann bei der Abschlusspräsentation einfach sagen: Hey, wenn euch interessiert, was wir gemacht haben, oder wenn ihr mitmachen wollt. Hier ist unser Projekt, da könnt ihr einmal schauen. Und ich schicke, oder Robert, wenn du das hast, ich glaube, du bist gerade da hinten, das Git-Cheat-Sheet für Teilnehmers. Packt der Robert einmal ins Zulip, da sind alle Befehle, die ich euch eben gezeigt habe, plus ein paar mehr mit leichten Erklärungen drin. Und wenn ihr Fragen zu Git habt, kommt gerne auf mich oder eure Mentoren zu. Die meisten von uns haben schon mal mit Git gearbeitet. Und können euch da definitiv weiterhelfen. Ja, danke fürs Zuhören.